In der Buddelkinas soll ein Blomstertit drin sein. Ob das wirklich so ist, das finden wir gleich raus. Nach dem Intro geht's los. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich habe heute wieder was unabhängig Abgefülltes dabei, und zwar aus Schweden. Nein, also was unabhängig Abgefülltes aus Deutschland, aber der Whisky kommt aus Schweden. Es ist der McMyra. Und es ist abgefüllt von Dramway. Ich zeige das mal. So kann man das besser sehen. Das ist ein neuer deutscher unabhängiger Abfüller. Und zwar ist das der Malte von Malte Talks Malts, Malte Schweier. Der hat sich quasi, ja, damit einen Traum erfüllt, glaube ich. Wenn man das so sagen kann. Ich meine, ich finde es immer cool, wenn du eigentlich immer nur so nebenbei in diesem Business drin bist und dann irgendwann sagst, okay, ich habe jetzt Bock, eine eigene Buddel abzufüllen. Ich glaube, da sind alle heiß drauf. Aber er hat es gemacht und er hat natürlich direkt was richtig Nices rausgebracht. Ob das wirklich so lecker ist, das weiß ich noch nicht, aber ich hoffe doch sehr. Ich muss zu der Story nochmal was ganz Lustiges erzählen. Das ist so. Grundsätzlich, wenn ich auf eine Messe gehe, in dem Fall war es der Bottle Market. Oha. Da ist aber Druck drauf. Habt ihr dazwischen gehört? Gut, also grundsätzlich, wenn ich auf eine Messe gehe und da ist ein McMyra-Stand, dann, ich weiß übrigens, dass das McMyra heißt, aber ich sage immer McMyra. Also wenn da so ein Stand ist, dann gehe ich erstmal hin und frage, wo habt ihr denn hier den Blomstertit? Oder habt ihr noch unter der Theke oder habt ihr noch bei der Bückware einen Blomstertit? Und dann sagen die immer so, nee, haben wir nicht und so, haha, lustiger Witz. Und auf dem Bottle Market gehe ich halt wie üblich zu dem Stand und sage, wo kann ich denn hier einen Blomstertit kaufen? Der Malte sagt, ja, ich bringe bald einen raus. Was? Du bringst einen raus? Ich raste aus. Und dann hat er kurz die Story erzählt, dass er wirklich irgendwo bei McMyra noch irgendwelche, ja, zurückgelassenen Fässer davon gefunden haben oder Abfüllung. Und dann haben die einfach, also der Malte und die Suse Uphold, also Harzer Maltine, haben sich das Fass zusammen geteilt und jeder hat dann quasi seine Bulls abgefüllt. Der Malte hat 120 Flaschen abgefüllt, preislich war der 54,90 Euro. Und ja, da war ich halt total angefixt und dann kam das Ding raus und dann habe ich halt gesagt, ja, das muss ich mir bestellen. Ich habe einfach instant blind 3 Flaschen bestellt. So, weil ihr wisst ja alle, der Friendly Mr. Z ist natürlich nicht von vorgestern. So, ich schiebe das mal eben ein bisschen hier so an die Seite, damit wir auch alles sehen können. Ich rutsche mal was weiter hier hin. So, ich habe natürlich auch den originalen Blomstertit hier. Und jetzt vergleichen wir die beiden Dinger nämlich miteinander. Da freue ich mich drauf. Wenn der wirklich so ist und wenn das wirklich, also ich meine, die Farbe ist ja dieselbe. Also, da muss man ja ehrlich mal so sagen, ne? Sieht ja echt gleich aus, ne? Ich bin echt gespannt, aber erstmal machen wir uns an die Buddel von Malte und gucken wir mal, was wir hier so im Glas haben. Ich bin sehr gespannt und hoffe, es ist Blomstertit, weil dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht, indem ich mir einfach 3 Flaschen bestellt habe. Ja, es ist nur 0,5 gewesen, der Blomstertit original war 0,7. Preislich waren die ähnlich jetzt, aber wie gesagt, 54,90 Euro für einen halben Liter, gut. Ist halt unabhängig abgefüllt, hat 46,1%, wie man das halt kennt. Der Blomstertit nämlich auch. Ja, also ist halt der perfekte Vergleich, deswegen Nase rein, los geht's, Kinners. Es tut mir leid, ich muss noch mal am Original riechen. Okay, beim direkten Vergleich merkst du schon, der ist krasser. Der hat mehr Holz, der hat viel mehr Holz als der Originale. Du riechst hier, also Holz ist auf jeden Fall sehr präsent, aber der riecht halt auch, der riecht anders, finde ich. Also der riecht schon sehr ähnlich, also man merkt, dass es ein ähnlicher oder ein fast gleicher Whisky ist, aber ich finde halt, hier habe ich halt noch so eine herzhafte Note drin. Also der ist so, der hat diese Kirschlolli-Momente, der hat auch so eine süße Note, der riecht aber krass nach Holz und der hat so eine was wirklich intensiv würziges, herzhaftes.
also mich erinnert der total an Kirschlolli mit Brühwürfel. Ja, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es ist so, es ist sehr würzig. Ich denke die ganze Zeit, ich habe ein Blumenstatit, wo ein Brühwürfel reingefallen ist. Der hat halt so eine sehr kräuterlastige Note, eine sehr würzige Note. Der hat auch was leicht Salziges, finde ich. Und der hier? Gut, wenn ich jetzt hier im Original rieche, finde ich, der hat auch Kirschlolli und der hat auch sehr viel Süße. Was leicht Florales auch, aber ja, doch so ein bisschen im Hintergrund hat er auch diese Brühwürfelnote. Aber der ist krasser. Der hat, also ich finde, man merkt, der hat mehr vom Holz mitbekommen als die Originalabfüllung. Naja, hilft ja nichts. Wir probieren jetzt erstmal, ne? Also bevor wir probieren, farblich, ne? Auch wenn ihr ein schönes Licht hat, hat er auch so einen leichten Rotschimmer. Naja, jetzt probieren wir aber. Slanja oder Skål, Kampai, Prost. Hau weg. Nein, hau weg nicht. Wir wollen ja genießen. Lecker. Der schmeckt richtig geil nach Kirsche. Geile Kirschlollis, schöne Süße. Mich erinnert der so ein bisschen an, es gibt so ein Weihnachtskonfekt. Das sieht aus wie so Dominosteine. Und dann haben die einfach kein Aprikosengelee drin, sondern Kirschgelee. Und ich finde, genau danach schmeckt das. Das schmeckt richtig intensiv nach Kirsche. Du hast eine krasse Holznote aber auf jeden Fall dabei. Ich finde die Holznote sehr intensiv, aber trotzdem lecker. Aber ich finde es krass. Also diese herzhafte Brühwürfel-Kirsch-Lolli-Note habe ich trotzdem weiter in der Nase. Ich muss aber einen Schluck probieren. Was halt spannend ist, die Kirsche ist nicht sofort da. Die kommt erst so ein bisschen angeschlichen. Du hast erst so einen Karamell-Vanille-Moment. Dann hast du halt diese Holznote. Und dann schleicht sich die Kirsche ein. Auch gerade zum Abgang hin wird es immer krasser mit Kirsche. Super intensiv. Das ist eine sehr intensive Abfüllung. Aber ich gucke gerade, wo ich mein Wasser stehen habe. Ach hier. So, mal einen kurzen Schluck Wasser trinken. Ihr seht, professionell wie ich bin, habe ich heute wieder kein Glas. So, jetzt das Original. Nee. Das Original riecht mehr nach Sherry. Der hier hat mehr Kirsche. Wenn ihr jetzt so, nachdem ich probiert habe, hier kommt einfach Sherry mehr durch. Naja, wir probieren mal. Also Slanja oder Kampai, Prost, irgendwas. Tut mir leid, Malte, aber auch wenn deine Abfüllung sehr nah dran kommt, aber der Original Blomstertit ist einfach noch ein Ticken geiler. Boah. Also diese intensive Kirschlolli-Note, ne? Dieses. Das ist so ein richtiger Glücklichmach-Whisky, echt. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt nochmal dran rieche, habe ich auch diesen ganz, ganz leichten Prüfmoment, aber hinten raus.
Ich weiß nicht, wie alt der hier ist. Aber ich würde fast drauf tippen, dass er einfach länger ein Fass war. Vielleicht hat er einfach mehr Fass abbekommen. Gut, aber die haben natürlich auch nur ein Fass davon gehabt im Endeffekt. Woraus sie es dann quasi gemacht haben. Aber ich weiß es nicht. Aber ich finde halt, das Original ist einfach willkommen im Himmel, so ungefähr, ja. Also ich muss auch ganz, also wirklich, der McMurra Blomstertit ist auch unter meinen 10 All-Time Best Whiskys, die ich jemals getrunken habe. Also es ist Wahnsinn, wie geil das Zeug ist. Ich brühe nochmal ein Schlückchen. Also diese Kirsche ist krass intensiv dadurch. Dieser leichte Sherry-Moment dabei, der pusht die Kirsche nochmal mehr nach oben. Du hast weiterhin diese roten Früchte, aber es ist einfach Kirschlolli, Kirschdessert, Kirschgrütz. Das ist einfach Kirsche hoch 10. Und das mit einem geilen, malzigen Geschmack hinten raus, mit so einer schönen vanilligen Note noch dabei. Das Ding ist einfach lecker. Es ist einfach, ich komme nach Hause. Das ist so ein, der Whisky ist dann einfach. Also Blomstertit einfach unschlagbar gut. Weiterhin 5 Daumen hoch für den Blomstertit. Aber Malte, nichtsdestotrotz, dein Whisky ist auch richtig geil. Ich finde ihn halt bei ein paar Sachen zu intensiv, aber man merkt auf jeden Fall, dass es der vielleicht ältere Bruder vom Blomstertit ist. Weil, wie gesagt, ich finde halt, der hat ein bisschen. Ich hab einfach das Gefühl, der hat einfach mehr Fass gesehen, mehr Holz gesehen, intensiver, vielleicht einfach aufgeladener. Und das ist dieses, das ist, finde ich halt, dieses Filigrane nicht auf die Fresse, was der normale Blomstertit halt eher hat. Ne? Und das, der ist halt eher so straight hier, Vollgas. Und der wäre vielleicht spannend gewesen in Fassstärke. Ne? Das wäre vielleicht auch nochmal spannend gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein leckerer Whisky. Ich finde ihn gut. Dieser Brühwürfel-Moment, okay, da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Weil der ist hier halt echt sehr intensiv, ne? Aber ich sag mal, der ist auf jeden Fall auch bei mir 4 bis 5 Daumen hoch. Ihr tendiert aber vermutlich eher so in Richtung 4, vielleicht so 4,25 oder so. Aber trotzdem, leckeres Ding. Ich bereue es nicht, dass ich davon 3 Flaschen gekauft habe. Insta, also von daher alles cool. Viele von euch haben eine Bulle davon gekauft. Viele von euch haben den schon probiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr euer Feedback dazu in die Kommentare schreibt. Ich weiß auch, dass viele von euch den Original Blomstertit schon probiert haben. Auch dazu gerne Feedback in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, dieses Video liken und meinen Kanal supporten. Direkt hier unten drunter bei Patreon, bei Ko-fi oder direkt bei YouTube als Kanalmitglied. Könnt ihr meinen Kanal unterstützen. Ab 4,99 € seid ihr dabei. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friend, Mr. Z.